Let's go. Aber ich hatte schon auf dem Super Nintendo so ein Beat'em Up, so ein 2D-Prügler. Das war der zweite Tim Burton-Film, der wurde da verarbeitet. Der war auch ziemlich gut und sauschwer. Aber echt super. Liege zu den Steinsäulen. Na gut, das machen wir noch vielleicht. Im Endeffekt brauche ich da wahrscheinlich eine Kanone. Ich habe zwar schon mit dem Kanonenkerl geredet, aber ich weiß gar nicht, wo Kanonen sind in dem Level eigentlich. Irgendwie. Ah, gleich da hinten, ne? Oh. Ori and the Will of the Wisp kommt jetzt auch für die Switch. Ich habe mich schon gefragt, ob die den Nachfolger auch für die Switch bringen oder ob Ori and the Blind Forest ein Einzelstück bleibt für die Switch. Und tatsächlich haben die auch noch den zweiten Teil gebracht. Finde ich sehr, sehr cool. Aber das Microsoft-Spiel, das ich wirklich gerne für die Switch hätte, wow, wäre eigentlich offensichtlich natürlich Rare Replay. Und zwar mit den ganzen Spielen von Rare, die auf der Xbox-Version nicht sein können, weil sie Nintendo gehören, zusätzlich quasi. Rare Replay, also ist nur so meine Traumvorstellung, ne? Egal wie realistisch oder unrealistisch das ist. Aber Rare Replay mit allen Spielen plus den Nintendo-Spielen quasi, ne? Das wär's. Das wäre der Wahnsinn. Hahaha. Okay. Jetzt müssten wir nur noch schaffen. Schaffe ich das mit einem Handstandsprung? Wahrscheinlich schon, Mario. Das kriegen wir hin. Na und wie? Ich habe letztens ein Top-Spiel für den Kanal gesehen, für meinen Kanal. Für deinen. Ja, ich weiß zwar nicht, wo man es herbekommt, aber ich werde dir demnächst mal ein Video zu dem Spiel schicken. Aha, okay, interessant. Du weißt nicht, wo man das herbekommt. Das klingt ja ominös. Ich freue mich schon so auf den Dwarf Fortress Release auf Steam. Boah, das sieht so gut aus, als könnte man das tatsächlich endlich mal richtig spielen, ohne vorher irgendwie einen wochenlangen Kurs zu machen. Verdammt, das wird cool. War Perfect Dark nicht von Rare? Ja, genau, eben. Auf dieser Rare Replay Collection, die ich mir da eben vorstellen würde, wäre eben GoldenEye, wäre Perfect Dark, wäre Banjo und Kazooie und Banjo Tooie und Donkey Kong 64, auch wenn ich das nicht so super fand, aber ja, okay. Und dann noch der ganze alte Kram, der vor Nintendo schon kam. Genauso wie die Donkey Kong Trilogie natürlich von Super Nintendo. Alles Rare-Spiele. Diddy Kong Racing, ja. Und Dinosaur Planet, Star Fox Dinosaur Planet. Naja, das war nett. Das hätte ich gern als Collection. Oh yeah. Wie heißt es denn? Oder ist das ein Geheimnis? Ups. Oh, ich randaliere hier schon wieder. Laufe durch den Strudel. Jetzt werden wir Metal Mario. Damals war Metal Mario noch was ziemlich Badassiges. Können wir schon Metal Mario werden überhaupt? Da müssen doch die grünen Boxen aktiviert sein, oder? Das geht doch noch gar nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht, aber ich glaube, das geht noch gar nicht.
Ich glaube, wir können doch gar nicht Metal Mario werden. Man konnte doch irgendwie die Spieler, die Mission auch verlassen, wenn man keinen Bock mehr hatte. Oder? Ich weiß nicht mehr, wie. Einen Stern sammeln, den man schon mal hatte, geht. Oder ist die Box am Start vielleicht aktiviert? Nee, die sieht auch nicht aktiviert aus. Nö. Nö, nö. So nicht. Ach. Hallo? Ich würde diese Map gerne verlassen, weil ich glaube, das ist nicht lösbar. Ah, hier. Kurs verlassen. Dankeschön. Oh, die Sonne scheint. Na gut, okay. Dann lasse ich mich überraschen. Mir haben sie als Kind immer gesagt, ich soll nicht direkt in die Sonne schauen. Und jetzt weiß ich auch warum. Die wollten nicht, dass ich eine Flugmütze kriege und in eine magische Regenbogenwelt komme, in der ich endlich glücklich bin. Diese Monster. So. Das habe ich gehasst. Nein, ich weiß gar nicht, gehasst habe ich es nicht. Aber ich habe 100 Stunden hier verbracht, bevor ich auch nur ansatzweise mal alle Münzen gesammelt hatte. Mal schauen, ob das immer noch so ist, wie damals. Ich befürchte schon. Ich glaube, ich habe es eh schon vermasselt, so ziemlich. Puh. Ah, aber hier kann ich jetzt die roten Blöcke aktivieren. Jetzt sind überall auf der ganzen Welt rote Blöcke aktiviert und ich kann mir Mützen holen. Nicht Münzen, Mützen. Ist hier auch eine Kanone zufällig? Nee, schade. Ich glaube, ich komme nicht mehr bis ganz nach oben. Dann gehen wir eben nach unten. Ja, oder voll. Die bauen dem, glaube ich, auch ein richtiges Interface. Nicht nur optisch aufgehübscht, sondern... Also, wenn Maussteuerung kommt, dann bin ich sowas von gehypt. Das wäre der Wahnsinn. Aber ich bin mir nicht sicher. Hoffe es. Und ich finde es nur geil, dass 2020 Maussteuerung ein Feature ist, das man sich erhofft von dem Spiel. Nein, come on! Ich meine, es sind nicht so viele Leute im Stream jetzt, oder? Du kannst doch den Namen hier im Stream nennen und ich lese ihn nicht laut vor. Okay. Mario, jetzt mach keinen Blödsinn hier. Oh Gott. Hilfe, er wird so schnell. Ich verliere die Kontrolle. Der Mario ist mir außer Kontrolle geraten hier. Aber die beiden Münzen sind so weit unten, die könnte ich eventuell sogar, wenn es sein muss, von der Plattform noch kriegen. Yeah. Mario außer Rand und Band. Oh, oh nein, bitte nicht jetzt. Oh Gott, ey, war das knapp und cool. Okay. Ah. Ach, ich sehe gerade, es ist ein Teil der Dread... Achso, warte mal, das lese ich nicht vor, oder? Aber was für eine Collection? Google das mal kurz. Ich habe jetzt einen Podcast über ein Spiel gehört, das mich echt interessiert hätte. Oder das mich auch wirklich interessiert. Mir fällt nur der Name nicht mehr ein. Da muss ich mal nochmal googeln. Oder den Podcast nochmal hören. Deswegen kann ich jetzt auch nichts drüber sagen, weil ich keine Ahnung habe. Oh, Horror. Horror.
Nee, ich meine, Dwarf Fortress ist jetzt seit wie lange? 30 Jahren in Entwicklung. Das kann nochmal 30 Jahre dauern, bis das auf Stream dann tatsächlich auch, auf Steam auch tatsächlich released wird. Genau, zu alt für schreibt's auch. Es ist 17 Jahre, ja, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Oh, kann ich nicht schon mit meinen Sternen ins erste Dungeon? Ich wette, dass es vor Star Citizen kommt. Na, weiß man nicht. Die beiden liefern sich da wahrscheinlich ein Rennen. Schön. Die sind schon immer Highlights hier, die Level. Ich bin schon gespannt auf Mario Sunshine, weil ich habe zumindest diese kurzen Passagen. Ah! Na super, diese Level, in denen man ohne sein Wasser-Jetpack unterwegs ist, als ultra schwer in Erinnerung, vor allem hinten raus. Auf die freue ich mich schon. Die waren auch immer meine Highlights, aber gleichzeitig auch so ein bisschen immer dieser, oh Gott, nicht schon wieder Moment. Ah, schade. Na, dann halt keine Abkürzung. Was war denn das schon wieder? Komisch geglitscht irgendwie, oder? Yeah. Hier traue ich mich nicht. Hier könnte man so cool abkürzen. Aber ich habe Angst. Warum muss ich gerade an Fall Guys denken hier bei der Passage? Mit den Wippen. Au. Im Grunde ist Fall Guys auch nur ein MMO 3D Mario Level. Also eins von diesem Bowser-Level. In einfacher, also in simpler, nicht unbedingt einfacher. So, und jetzt. Bowser. Der aussieht wie ein riesiges Baby oder so. Aber Hauptsache, Ridley aus Metroid ist zu groß für Smash Brothers. Hat der Smash Brothers Entwickler immer gesagt. Bowser ist ja kein Problem, aber der Ridley ist zu groß. Dafür wurde viel gehänselt. Hier natürlich merkt man ganz stark, der 3D-Stick auf dem N64-Controller soll hier natürlich voll zum Einsatz kommen bei dem Bosskampf. Deswegen schleudert man den auch so im Kreis. Ah, come on, ey, so wird das nix, Mario. So schon gleich gar nichts. Haha, warum kriege ich es denn nicht hin? Verdammt, ich drücke immer ein bisschen zu früh. Ja, na also. Ich werde auch seit 10, 14. Was? Auf Phantasy Star Online 2. Hm.
weltweiter Release. Ja, da hätte ich auch Bock drauf. Aber ich weiß gar nicht, ob mir das gefällt, ehrlich gesagt. Weil Phantasy Star Online fand ich so geil. Aber das zweite sieht schon sehr anders aus als das Original. Und ich glaube, ich mag das nicht. Aber mal schauen. Grundsätzlich hätte ich da auch mich gefreut, wenn das mal hier in den Westen gekommen wäre. Gute Nacht, Metatron. Ciao. Iris Fall, das kenne ich auch nicht. Okay. Here we go! Ich verstehe, ich frage mich, seit ich das Spiel damals gespielt habe, was Mario sagt, wenn er Bowser wegwirft. Er hat da ein paar verschiedene Sätze und eines ist... Ich habe keine Ahnung, was er da sagt. In meinem Kopf hat er immer gesagt, schon Land gefunden. Aber wahrscheinlich ist das falsch. Vor allem, weil Mario Englisch redet. Aber wer weiß. Schon Land gefunden? Vielleicht sagt er auch sowas wie So long! Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Es ist ein Mysterium. Oh. Donk. Ach, seit 2014, ja. Wartest du schon drauf? Wurde damals weltweit angekündigt. Ach was, wirklich? Das wusste ich gar nicht. Ah, okay. Ja, ich habe das auf jeden Fall nämlich früher länger mal verfolgt, weil ich mir eben dachte, ich fand den ersten so toll, ich hätte gern den zweiten außerhalb Japan, aber habe dann auch einfach... Dann irgendwann wurde es mir dann auch wurscht. Dann sollen die es behalten. Habe ich mir dann gedacht. Jetzt will ich es nicht mehr. Was haben die jetzt davon? Hier muss man irgendwas machen, ne? Irgendwie kann man, glaube ich, die Geister töten. Wenn ich alle getötet habe, komme ich ins Geisterschloss oder irgendwie sowas. Ah, oder ich muss nur den richtigen Geist töten. Okay. Machen wir es so. Komm nur näher. Ich gehe erstmal in die Hausmeisterhütte hier. Ein Auge. Ah ja, genau, die Augengegner. Stimmt. Mario, was machen wir hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich finde, gerade hier merkt man schon auch eine Verwandtschaft zwischen Mario 64 und Zelda Ocarina of Time. So unterschiedlich die Spiele auch sind, aber gerade bei den Türen ist es schon, also das ganze Design hier, ne, irgendwie erinnert mich das stark an Zelda. Könnte ein Zelda-Dungeon sein. Ich glaube, Shigeru Miyamoto hat irgendwann mal gesagt, dass die quasi
wenn die so Brainstorm-Sessions machen oder einfach irgendjemand von denen eine Idee hat, dann kommt es entweder auf den Mario oder auf den Zelda-Stapel. So organisieren die ihre Ideen. Auch wenn es dann letztendlich für ein ganz anderes Spiel benutzt wird, aber es gibt Mario-Ideen und Zelda-Ideen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun, Mario. Wir gehen jetzt wieder. Gehen wir ins Geisterhaus erstmal. Was ist denn unser Ziel? Gehe auf Geisterjagd. Na schau. Hier unten sind keine Geister. Mama mia! Ja, genau. Es war die, genau, glaube ich auch, oder habe ich auch gehört, dass das ja auch die gleiche Engine ist. Ach ja, das Klavier. Das war auch so ein Moment, wo ich mir für Mario, also Mario untypisch eigentlich, echt super ins Hemd gemacht habe. Ich habe mich super erschrocken beim ersten Mal und hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen und den Controller in die Ecke geworfen. Töte ihn! Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Okay, wir müssen hier alle Geister finden und kicken quasi. Ich verstehe. Aber wenn ich vorher alle roten Münzen finde, ist es auch gut. Au. Watch Dogs 2 gibt es auf Epic gratis heute. Ah ja, cool. Ich habe ehrlich gesagt, was musste man da machen? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie muss man nur seine E-Mail-Adresse verifizieren oder irgendwas. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Eigentlich ist es irgendeine Kleinigkeit, aber seitdem man das machen muss, habe ich mir keine Gratis-Spiele mehr geholt, weil ich das irgendwie einfach nicht gemacht habe. Aber bis jetzt war auch nichts dabei, was es für mich wert gewesen wäre, offensichtlich. Sonst hätte ich es ja gemacht. Die meisten habe ich halt schon. Und wenn ich sie nicht habe, dann interessieren sie mich nicht. Also andersrum. Anscheinend können Geister nicht über Kanten fliegen. Interessant. Die sind anscheinend nur wie so Hover-Autos. Wie so ein Hoverboard. Die können nur über dem Boden schweben, aber nicht fliegen. Ah, ich glaube, ich habe alle Geister erwischt. Jetzt müssen wir, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie aufs Dach oder so. Kann das sein? Ich habe das so in Erinnerung. Aber ich habe viele komische Erinnerungen an das Spiel, die sich als unwahr herausstellen. Ah, nein, wir müssen gar nicht aufs Dach. Das war vielleicht Luigi's Mansion dann, was ich meine. Da ist doch der Bosskampf gegen King Boo und Bowser-Körper auf dem Dach. Vielleicht deswegen. Das mit der E-Mail ist optional. Nee, ich glaube, das muss man mittlerweile, oder? Na, ist egal. Ich war da auf jeden Fall schon lange nicht mehr. Ja, es ist grundsätzlich total cool. Also ich sage ja überhaupt nichts anderes. Aber es war halt für mich einfach nichts dabei. Naja, sag mal, musste man nicht irgendwie den Geist erst irgendwie durchs... Ich dachte, man musste den irgendwie durchs Schloss jagen oder irgendwie sowas, aber... Ach, was weiß denn ich. Gehen wir in den Keller.
30 Sterne. Uiuiui. Bin ich so ein nerviger Hase? Warum sind die Toads eigentlich Geister? Also ich meine, die sind so durchsichtig. Fragen über Fragen. Ah. Ah. Das ist ja nicht eine Fake-Wand. Ja, es ist eine Fake-Wand. Ein bisschen was erinnere ich mich eben doch noch. Folge dem Riesengeier. Oh, die Wüste. Oh, die Wüste. Gemischte Gefühle habe ich zu dieser Welt hier. Einerseits war das, glaube ich, ziemlich epic in der Pyramide und so. Und gleichzeitig irgendwie echt nicht leicht. Da ist mir die Lava-Welt, in der man Schildkröten surfen kann, lieber. Naja. Mama mia. Ja. Jo, gute Nacht, viel zu alt. Immer's gut. Dankeschön. Oh, und Shy Guy. Guck, wusste ich gar nicht mehr. Konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es Shy Guys gibt in Mario 64. Julio, ich mag Shy Guys. Vielleicht habe ich die da... Na doch, eigentlich schon, ne? Eigentlich kennt man die aus Yoshi's Island und Mario 2. Wollte gerade sagen, vielleicht habe ich die damals noch gar nicht als Shy Guys identifiziert, aber das kann nicht sein. Was zur Hölle machen wir hier eigentlich, Mario? Wo wollen wir hin? Haben wir uns da mal Gedanken drüber gemacht? Natürlich nicht. Das ist, sieht ihm wieder ähnlich. Folge dem Riesengeier. Ach ja, genau, ne? Der Kreis da irgendwo. Meine Güte. Ich wollte einen Rutschsprung machen. Aber habe scheinbar nicht genug Anlauf genommen. Okay, einmal noch. Ansonsten gehe ich in die Feuerwelt. Die mag ich lieber. Die ist cool. Wenn man die Bullies in die Lava schubst und so, das ist eher... Ja, meins. Okay, der Riesengeier sitzt da oben. Er hat einen Stern in den Händen, in den Krallen. Aber ich muss eh über den Weg, auf dem ich war, oder? Ich sehe gar keinen anderen eigentlich. Ich denke, zumindest. Ah ja, genau. Da hinten ist die Oase, in der man sich wegen dem seltsamen Sauerstoffsystem quasi die Lebensenergie aufladen kann. Na gut. Kanonen bereit. Ah, können wir uns jetzt auf den Geier schießen? Aber wo ist die Kanone jetzt gerade aufgegangen? Hätte ja sein können. Das könnte helfen. Ah, come on. Na also.
Ja. Was passiert eigentlich, wenn man keine Leben mehr hat? Nix, oder? Eigentlich.